Damit kann man bestimmt so mächtige Zauber wirken wie das böse Erdschwein. Es war nicht weiblich, okay? Na, viel besser sieht das jetzt auch nicht aus, ne? Das ist gruselig. Gut. Baron. Achso. Habe ich gestern auf der Arbeit gelernt. Wisst ihr, was die männliche Version einer Nixe ist? Also, wie man das nennt. Weil Nixe ist ja weiblich. Nix ist die männliche Version von Nixe. Das ist so mal total behindert. Ach Gott. So, der nächste Turm ist im Bergwerk. Also in der Rohranlage. Und da haben wir natürlich auch ein Schweinetor. Kommen wir denn da hin? Ach, hier am Anfang, okay. So, jetzt muss ich aber gerade nochmal gucken. Okay, der ist doch da, wo ich dachte, dann ist das Schweinetor. Da habe ich mich schon mal irgendwie im Video vertan, wo das ist. So. Wir müssen hier auf jeden Fall runter. Dann hier hin. Dann hier runter. Genau, und dann ist hier neben so ein kleiner Absatz. Da. Da kommt man auch natürlich drauf. Aber ich schätze mal, wenn man den Spruch, wenn man den ersten ja hat, dann erscheint der ja schon. Und dann ist es nicht mehr ganz so schwer, das rauszufinden. Wir haben jetzt auf jeden Fall den Mutzauber hier. Entschuldigung. Das ist ein schönes Lied. Und das ist jetzt, glaube ich, richtig dumm. Aber ich habe mir die Reihenfolge nicht angeguckt, deswegen müsst ihr euch jetzt mit mir hier durchquälen. Ach Gott. Okay, wir haben zwei Türen. Welche von den beiden nehmen wir? Komm, wir nehmen die lustige. Wir brauchen dafür einen Pilz. Und zwar den Powerpilz? War der das? Ja. Ich kann mir das ja aufschreiben, nicht? War das schon die falsche Tür? Nein! Ich will doch gar nicht da raus. Okay. Ich schreibe mir das mal auf, genau. Dann ist das ein bisschen einfacher. Traurig. Also als erstes müssen wir auf jeden Fall die traurige Tür nehmen. Jetzt habe ich 1 Punkt. 1 Punkt ist traurig. Direkt schon am Anfang die falsche Tür, genau. Ist ja der Wahnsinn. So, dann brauchen wir nochmal den Bohrpilz. Das wäre schön, wenn man sich da irgendwie so ein... Um 12 Uhr. Hört man vielleicht. So, zweiter Stock. Was haben wir hier? Traurig, lustig, traurig, lustig. Wollt ihr mich verarschen? Ich
Ich würde jetzt mal hier die lustige nehmen, weil die so abseits so ein bisschen ist. Dum, 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 dum. Nee, gut. Ich schreibe das nicht mit traurig lustig auf, sondern mit erste oder zweite oder dritte, vierte Tür. Weil hier gibt es so viele Möglichkeiten. Okay, eins ist zweite Tür. So. Die traurige. Jetzt müssen wir das nochmal ändern. Boah, das Gedongel da, ey. Geht mir auf den Sack. Achso, was ich eben sagen wollte. Das wäre cool, wenn man sich so ein Schnellmenü machen könnte. Wie zum Beispiel bei, wie nennt sich das denn? Minecraft, genau, da hat man ja auch so ein Schnellzugreifmenü. So, eins, zwei, drei. War auch falsch. Wir haben noch eine Traurigkeitstür. Ganz hier hinter die. Okay, eine traurige Tür ist es schon mal nicht. Das wird jetzt richtig schön ätzend, weil da müssen wir jedes Mal ins Menü den anderen Pilz auswählen. So, in der einen lustigen Tür war ich ja schon, deswegen kann es ja eigentlich nur noch diese hier sein. So, Powerpilz. Das ist die zweite Tür, ne? Ja. Was war das ganz links eigentlich? Da kam ich raus, ne? Wenn ich da hochkomme, ja. Okay. Zweite Tür. Was haben wir hier? Lustig. Traurig. Lustig. So, wir haben jetzt schon... Ich würde jetzt... Weiß ich nicht. Entweder hier die erste oder die dritte. Immer die erste. Toll, die war es schon mal nicht. Oh. Dann lieber ein Labyrinth, also Türscheiße. Ich mag das nicht. Ich sag mal, wenn man jetzt nicht jedes Mal irgendwie das ändern müsste, dass man heult oder lacht, dann wäre das okay. Aber das hier, das mag ich nicht. Die erste Tür hatten wir gerade genommen, ne? Dann nehmen wir jetzt einfach mal die letzte, einfach weil die auch lachend ist. Sag mal, kann das sein, dass es immer die zweite Tür ist? Fickt euch doch, ey. So, zweite Tür. Mann. Es ist immer D. Egal was. Es ist immer D. Ich nehme jetzt auch im vierten Stock, falls es einen gibt, nehme ich auch die zweite Tür. Und weh, das ist dann nicht mehr die zweite Tür. Dann gibt hier aber... Fratzengeballer gibt es dann. Ich mag die Musik nicht. Aber ich bin ja schon mal ganz froh, dass wir den Pilz haben zum rückgängig machen. So. Ja, das ist ja wohl offensichtlich. Ich glaube, wir nehmen diesmal nicht die zweite Tür, sondern wir nehmen die kleine Tür. Einfach, weil sie klein ist. So, wir brauchen den Minitta-Pilz. Ja.
kleine Tür. Das hat ja eben auch nicht gepasst mit der zweiten Tür. Ich würde jetzt einfach die erste nehmen. Weil ich hoffe, dass dahinter eine lustige Kiste ist. Scheiße, ey. Bitte, 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 bitte. Ja. Endlich habe ich mal recht. Okay, die kriegen wir jetzt aber nicht auf. Dann benötigen wir den Großmach. Ah, ne, den müssen wir einfach nochmal nehmen, ne? Ja. So. Gletscher-Bumerang. Achso, wir können ja nicht... normale Frucht. So. Und das Eichhörnchenkostüm. Ist das schon der? Ja. Okay. Müssen wir jetzt den ganzen Weg wieder runtergehen oder reicht das, wenn wir jetzt gleich einfach die große Tür nehmen? Ah ne, das reicht, glaube ich. Nein. Bitte lass hier auf der linken Seite eine Tür sein. Bitte, bitte, bitte. Eine kleine. Ach, fick dich doch, Mann! Jetzt muss ich nochmal diesen dummen Pilz nehmen. Oder komme ich. Komme ich mit Baron hier raus? Ja, ich komme mit Baron hier raus. Okay, ach genau, wir wollten ja... Wir wollten ja...